Nun gut. Dann, wow, bleib bitte oben, danke. Dann ziehen wir den hier hoch. Hier kommt noch ein Stämmlein hin und hier und hier. Das geht sich perfektestens aus. Den Boden will ich aber nicht aus Planken machen, wenn ich ehrlich bin, sondern aus Slabs. Perfekt, dann kommen wir nämlich schon hier mal rüber. Und unser Balkönchen nimmt Gestalt an. Das gefällt mir sehr gut, sehr gut, sehr gut. Aber wir sollten uns mal hinlegen. Und das heißt wieder Zeit für Kaffee. Sehr schön. Wir brauchen also noch mehr Oak. Holz haben wir ja genug. Ein bisschen Acacia. Ja, das müsste für den Anfang mal reichen. Wie viele Slabs machen wir noch? Das reicht auf jeden Fall. Das war der Sessel. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Oh, Spinnen. Das Creeper. Hurra, das kommt mir weniger gelegen. Au. Verpiss dich. Sorry. Um die zwei Kollegen ist es mir hauptsächlich gegangen. Danke. Zum einen die Spider-Eyes, zum anderen die Fäden. Wobei wir ja wissen, oh, das habe ich komplett verschwitzt. Wir können uns ja jetzt, jetzt haben wir hier weniger Sonne, aber das macht nichts, dann ist es im Sommer nicht so heiß in der Butze. Als ob wir das spüren würden. Spider-Eye und Fäden. Wir sollten dann schleunigst was knuspern. Sehe ich gerade. Sehr schön. Dann brauchen wir noch... Du musst auf jeden Fall weg. Einen Zaun. Und zwar 1, 2... Du musst auch weg, tut mir leid. Hab ich. Ach so, ich habe hier angefangen. 1, 2, 3, 4, 5. Natürlich. Ja, dann gehen wir aber nach außen. Dann, warum habe ich den jetzt abgebaut? Dann nutzen wir den Platz besser aus. Aber dann schließen wir hier hinten ab. Ja. Dann sieht das Ganze gleich besser aus. Aber wir brauchen noch, nein, hier wollte ich hin, ein paar Fences, und zwar Acacia Fences. Haben wir noch genug Stickies? Jo, aber das sind zu wenig, das sehe ich jetzt schon. In dem Moment, wo ich sie fertige, weiß ich, dass es zu wenig sind. Um zwei Stück, na toll. Dann eben nochmal das Ganze um vier Stück. Ich sag schon nix, ich sag schon nix. Jetzt fehlen die Stickies, das darf doch nicht wahr sein. Ah, ich krieg einen mittleren Schreikrampf. Ah, herrlich. Gut. Gut, gut, gut. Und hier könnte man rein theoretisch. Keine Ahnung, ob das funktioniert, aber wir werden es mal ausprobieren. Die Dinger möchte ich mit. Das sind doch die großen, oder? Ja, perfekt. Out.
Damage. Und die Dinger möchte ich mitnehmen. Du musst leider weg und du genauso. Wenn ich jetzt diesen hier mache und die Tür daran, dann ist das leider dem Glas wieder Schnuppe. Ach, ich liebe es. Hoppla. Das war so nicht geplant. Aber was soll's? Warum? Ja. Meine Uhr war wieder mal sehr mitteilungsbedürftig. Abgesehen davon, dass wir hier nur mehr eine haben und zumindest zwei brauchen, oder? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja. Dann könnte man... Okay. Dann machen wir das Ganze ein wenig anders. Nehmen wir ein bisschen Oak mit. Glas haben wir jetzt keines mehr, aber wir haben doch noch mehr als 8 Sand, oder? Nein. Okay. Wir müssen wieder mal Sand holen gehen. Gut zu wissen. Gut zu wissen. Du musst leider auch weg. Ja. Sieht jetzt komisch aus, aber im Moment. Ich brauche einen Super Smelter. Ich brauche 6 Stück Glas. Komm schon, Brenner! Ich hätte es jetzt aufteilen können auf beide, aber das ist ein bisschen Ressourcenverschwendung, nicht wahr? 5 und. Na komm schon. Na komm schon. Okay, irgendwann werde ich mal die XP aus den beiden Dingern auch noch rausziehen müssen. Aber einstweilen. Jetzt stellt sich gerade die Frage, wie hatte ich das denn? Ich will es hier heroben eigentlich nicht 2 hoch haben, sondern eigentlich 3. Von dem her würde es eigentlich Sinn machen. Den Querbalken hier einzuziehen. Hier mit normalem Holz arbeiten? Oder sieht das komisch aus? Mit Wolle kann man sicher nicht arbeiten, also kann man schon, aber das sieht sicher ernsthaft? Ach so, hier kommt sowieso nichts hin. Denn man sieht ja hier das Licht durchscheinen. Und damit das nicht der Fall ist, wird ja hier noch alles, ne, so natürlich nicht, aber wird hier noch alles innen verkleidet. Ich habe da in meiner Kopie der Welt, ist halt die Frage, ob man das so lässt, schon ein bisschen rumprobiert. Und das ist eigentlich die vernünftigste Methode, die ich so gefunden habe. Also mit der es am vernünftigsten aussieht, dann würde hier noch eine Scheibe reinkommen. Hier kommen wir hoch und... Ach Menno! Ernsthaft, 1, 2, 3, 4 Stück brauche ich noch. 2, 3, 4. Danke.
Und das Ganze sollte jetzt einigermaßen gleichmäßig eingebaut werden. Dann eben nicht. Okay. Hat nämlich den Charme, dass unser Giebel auf der anderen Seite ja ein bisschen höher ist. Zum einen möchte ich hier eine Zwischendecke einziehen. Die wäre dann natürlich auf dieser Ebene. Da muss man dann natürlich oben noch Licht einsetzen, damit wir oben nicht einen Spawn fest haben. Und hier ist der Giebel ja höher, das heißt auch die Aussparung oben wäre größer. Und das hätte ich mir so gedacht, dass man hier mit, ich glaube ich hatte Blackstained Glas arbeitet und das Ganze nicht nur eine Schicht dicht macht, sondern ein paar Schichten dicht, dann sieht man nicht rein. Wenn dann dahinter beleuchtet ist, stört keinen Menschen. Und sieht von außen recht nett aus. Es ist jetzt bald Zeit zum Schlafen. DH, das heißt, wir gehen mal runter zu unserem Freiluftbettchen. Denn ich möchte mir die Konstruktion jetzt von da drüben anschauen. Oder besser gesagt, morgen. Ein neuer Tag. Wie sieht denn das Ganze von hier aus? Ja, wenn man es noch beleuchtet. Lass mal noch ein Stück rüber gehen. I'm not entirely sure, wenn ich ehrlich sein darf. Aber für den Anfang, glaube ich, können wir es mal lassen. Gut. Aber wenn wir schon hier sind, dann nutzen wir das aus und versuchen noch ein bisschen höher zu gelangen. Denn ich möchte ein bisschen Überblick haben. Und zwar für unser nächstes Projekt. Ja, das ist ein guter Spot. Wenn wir jetzt hier unseren Fischteich haben, also der Weg kommt von da hinten, geht hier lang, hier entlang, hier durch, dann wird es Sinn machen, irgendwie hier so den Schafstall machen. Ich glaube, das könnte was... Ja. Ja, doch. Autsch. Das Übliche. Aber dann würde ich zuerst mal sogar den Weg jetzt mal weiterziehen. Ja, dann macht der Eingang auch Sinn. Der Weg kommt hier lang, biegt hier ab, geht hier rum. Mach dann hier einen Linksknick und hier hätten wir dann... Ja. Ja. Gut. Gut, 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 gut. Das heißt, wir brauchen Gneis. Gneis, ja, nämlich. Wir brauchen Gneis und Diorite. Ups. Ich muss mal kurz die Sitzposition ändern. Uiuiuiuiui. In meinem Alter ist das schon Schwerarbeit. Glaubt mir. Gut, Gneis und Diorite. Irgendwann sollten wir die Randsteine auch machen. Weil ich ihn gerade gesehen habe. Ja. Hier kann man die Aussicht genießen. Ist ja ganz schön was weitergegangen. Ich bin stolz auf mich. Wirklich. Aber nichtsdestotrotz, wir müssen weiter. Deshalb
wieder frisch ans Werk. Ein bisschen Inventar ausräumen. Ich sehe, ich brauche eine Schlumperkiste. Erde bleibt mal hier. Wolle kommt hier rein, genauso der Teppich. Die Steinstufen kommen hier rein. Torches packen wir mal ein paar da rein. Dafür kommen die hier hin. Und dann hatten wir noch Leads, genau. Die kommen auch hier hin. Die Oak Slabs kommen hier hin. Werkzeug kommt hier hin. Das sieht schon ganz gut aus. Glas kommt noch hier rein. Was haben wir denn jetzt hier noch an Zeug drinnen? Die Emeralds kommen mal in meine Richities Kiste. Dann haben wir noch jede Menge Lebensmittel, oder? Ja. Siebkels, Spiceleaf. Kelp kann man immer gebrauchen. Raw Calamari ist was zum Futtern. Hier haben wir noch Lebensmittel. Ich glaube, das war's soweit mal. Das kommt da draußen in die Kiste rein. Sofern es Platz hat. Ich habe wirklich das Gefühl, wir brauchen bald noch eine Futterkiste. Es ist ein Horror. Passt, ich habe gerade gesehen, Kelp haben wir da drin. Dann können wir auch die Sea Pickles da reintun. Wobei, bei den Sea Pickles würde ich sogar so weit gehen. Dann in die Kiste. Das könnte in der Nacht ganz nett aussehen. Könnte ich mir vorstellen. Das könnte in der Nacht ganz nett aussehen, wenn der Teich da unten beleuchtet ist. Sea Pickles und Kelp. Was haben wir sonst noch in unserem Rucksack? Jede Menge Blumen. Und da ist jetzt die große Frage. Weiß... Lilac, Pinksex, Blau. Das war die Baustelle. Hier haben wir noch Sand, gut zu wissen. Hier haben wir doch nur Lebensmittel, oder? Ja, genau. Wie mich das freut gerade. Ah, Terrakotta haben wir noch. Den hatte ich letztens übersehen. Mist. Hier haben wir noch Bäume. Hier haben wir auch jede Menge Zeug. Ich sollte wirklich mal mein Lager aufräumen. Könnte nicht schaden, oder? Fenster auf. Ja, dann tun wir die Blumensachen mal hier hin. Oder besser gesagt die Farbsachen. Bitte erinnert mich dran, dass ich das Zeug da drinnen habe. Was haben wir noch, was aufgeräumt werden muss? Eigentlich relativ viel. Nein, das Boot bleibt drinnen. Das Enchanted Book vorübergehend auch. Das kann alles raus. Genau. Hab ich da gerade ein Schaf gehört? Er hat doch irgendwas Gras gefressen. Tja, so kann man sich täuschen, oder? Bauzeug. Wo tue ich Rüstung hin jetzt mal ernsthaft?
Die Banner kommen hier hin. Wo tue ich Rüstung hin? Wobei, den Aqua Affinity Helm, den wollte ich ja mitnehmen. Und du, hoppla, gehst jetzt erstmal in den Keller, vielleicht despawnst du.